Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, ihr merkt schon, oder also, was ihr nicht merkt, ich habe meine Kamera wahrscheinlich woanders positioniert, denn ich habe es jetzt so gemacht, dass ich meine Kamera aus- und einblenden kann, umstellen kann, als extra Videosequenz sozusagen aufnehme, was mit meinem alten Renderprogramm zu Problemen geführt hat, was ich jetzt aber getestet habe und mit meinem jetzigen Renderprogramm zu keinem Problem mehr führt. So, wir sind wieder auf dem Weg zum Mann. Und wieder an einer sehr ähnlichen Stelle gleich nachher. Ich habe alles vorbereitet und hergerichtet, so wie man es haben möchte. Und wir sind ready for the drop. Bin nochmal hergeflogen, habe halt genau in der Zeit auch getestet, das mit der Kamera. Und bald, das kann ich jetzt schon mal droppen. Also wahrscheinlich nicht sogar, wenn diese Folge rauskommt, ist es schon da. Ich habe mir ein neues Mikrofon bestellt, ein Shure MB7 oder sowas. Ein richtig gutes Mikrofon. Ich bin gespannt, wie das ist. Hat mich jetzt 400 Euro oder sowas gekostet. Ich wollte es jetzt unbedingt haben, weil ich endlich vom Rodeo NTA1 hier weg will. Und ein bisschen besseren Ton für euch haben will auch. Und ja, ich bin gespannt, wie das wird. Aber jetzt erstmal Drop off. Wir haben auch nicht die vollen Antriebe laufen. Wir haben nur 4 von 7 Antrieben. Falls welche ausfallen, haben wir noch 3 volle Antriebe zur Landung zur Verfügung stehend. Und das ist eigentlich alles, was ich will. Mein Plan wäre ungefähr hier zu landen. Schauen wir mal, ob der Plan so aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Weil ich habe so die böse Vermutung, dass das nicht so ausgeht, wie ich es mir vorstelle. Die Rakete ist ready, ich bin's nicht. Ja. Oder wir können den Drop-off weiter vorne machen. Wir könnten auch hier droppen. Weißt du was, das machen wir auch, wir droppen hier. Wir droppen mitten im Krater. Mittiger geht es fast nicht. Volle Leistung. Irgendwo hier müssen wir jetzt gleich hin. Schaut aber gut aus, dass wir das mit der Rakete hinkriegen. Perfekt, so wollen wir das. Ab geht's nach unten. Jetzt geben wir die anderen zwei Triebwerke auch wieder dazu. Volle Leistung, 900 Meter pro Sekunde haben wir noch. Die Solarpaneele versuchen sie noch zu arretieren, so dass sie noch einigermaßen Licht kriegen. Das können sie aber, glaube ich, vergessen. Das ist der größte Krater, glaube ich, auch auf dem Mond, ne? Na, hier gibt es noch so einen Vergleichsweisen. Aber es ist einer der... Hier ist der größte, hier oben ist er. Stimmt, ja. War ja oben, aber rein theoretisch könnte man mit dem Rover hinfahren. Würde wahrscheinlich nur 3 Jahre dauern, bis wir da sind. Ich glaube, wir landen ungefähr hier drin. Bis 11.000 Meter sind wir noch über dem Boden. Bis 5.000 Meter können wir locker vorspulen. Jetzt entfalten wir gleich mal hier alles. 1000 Meter tun wir dann abkoppeln, würde ich sagen. Oder so unter 1000 Metern. Da koppeln wir dann ab und dann schauen wir, dass wir das ganze Teil hier gelandet kriegen. Wollen wir eine Vollbremsung einleiten? Oh fuck, jetzt muss ich...
Wechseln zu. Von hier steuern. Das war jetzt dezent knapp. Huch. Vorsichtig, vorsichtig. Und ade, tschüss, auf Wiedersehen. Wo der wohl jetzt hinfliegen mag. Aber wir sind mit unserem Rover endlich am Mann. Oh mein Gott, wir können kugeln gehen. Oh Gott, der wird... Oh Gott, der hat ja... Nee, warte mal. Okay, nee, das passt schon. Ich weiß bloß nicht, warum die mittleren. So, warte mal. Du stimmst nicht. Rückwärts. Dann stimmst du schon mal. Und du musst auch. Wo ist denn hier Triebwerklösung? Dann müsste jetzt. Jetzt haben wir auf so eine Richtung. Okay, warte mal. Was passiert hier? Lenkung. Aktiviert, Lenkung Richtung. Oh, warte mal. Normal, normal. Also hier rückwärts. Normal. Normal. Normal, normal. Invertiert. Invertiert. Ach Gott, weil die wieder nicht getrennt voneinander eingestellt werden. Oh Gott. Was ist das denn jetzt schon wieder? Oh. Okay, dann fahren wir so rum. Aber wir sind auf Mann. Das muss ja schon mal was bedeuten. Ah ja, wir können unseren Antennen auch mal ausfahren. Ah, hier liegen noch die ganzen... Hier liegen noch die ganzen Teile rum. Da liegen noch ein paar Teile von dem. Jetzt müssen wir eigentlich nur was Spannendes finden mit dem Rover. Was wir untersuchen können. Auf einmal spinnt der Rover wieder. Also teilweise verstehe ich es nicht ganz. Das ist der Kopf. Da waren wir angedockt. So. Das sucht nach Ressourcen. Terminalzugang ist offline. Es sind keine Orbitalabtastungsdaten verfügbar für eine Orbitalabtastung.
Hochauflösende Details zu aktivieren. Erhöhe die Genauigkeit, okay. Oberfläche Erz 4,7 Average. Status zu niedrig. Jetzt wieder. Ich verstehe nicht, warum die jetzt auf einmal. Kann ich aber nicht mehr lenken. Das ist wieder so typisch bescheuert. Dann hier mal den Motor deaktivieren. Das ist mal wieder. Das ist wieder so schlau. So, versuchen wir es mal hinzufahren irgendwie. Das war jetzt nicht so der Plan unbedingt. Leute, einmal normal benehmen, ginge das? Ich will nur den jetzt untersuchen, den Stein. Ich will den Stein untersuchen, bitte. Fragt mich nicht, wie. Ich habe es aber geschafft, die Steuerung kaputt zu machen. Ne, jetzt nicht mehr, hä? Warte mal. Liegt es da dran, wo man. Oh Gott, liegt es da dran etwa? Liegt es da dran, von wo man her steuert? Oh mein Gott. Ich Idiot, das. Ist es natürlich einfacher so. Bremse aktivieren. Mondstand abtasten. Oh mein Gott. Hä? Ist fertig. Wie geil war das denn? Was? Das bringt sie nichts! Sie sehen aus wie Felsen, als wären sie von ausgedacht. Dein Abschluss hat einige, aber nicht alle verfügbaren Daten erfasst. Kehre später mit einem besseren Sensor zurück. Im Ernst? Bringt sie das wenigstens was? Jau, das bringt sich was! Punkte sammeln. Habe ich noch ein Gerät mitgenommen? Ja, hier. Das wird sich wahrscheinlich nichts bringen. Eine ungültige Stelle. Kannst du noch was? Telemetriedaten. Die können wir doch auch nochmal starten. Nice! Wenigstens ein paar Daten. Und wir uploaden direkt hier. Was meint Analyse Mannstein? Gibt's auch. Aber die kann ich wahrscheinlich nicht uploaden. Da müsste ich wahrscheinlich jetzt mit einer Rakete landen, die Probe entnehmen und dann hochschicken. So wie ich mir das vorstelle. Und warte mal, B. Ich finde das gerade cool. Wir sind mit dem ganz kleinen Rover hier unterwegs. Wie schaut das mit den mit der Energie aus? Vollkommen okay. Er schaut doch relativ nett aus. Und der kann sich sitzt halt da, ne? Kann die Oberfläche überall erkunden, kann schauen, wo was ist, wie was ausschaut. Schon irgendwie geil. So ein kleiner Rover. Ich glaube, wir versuchen es jetzt Richtung Mars. Bedeutet, in der nächsten Folge müssen wir den so verpacken und so auch sichern,
dass er ohne Probleme auf der Erde landen kann. Bedeutet, wir müssen einen Testflug über der Erde machen. Das könnte interessant werden. Das könnte sehr interessant werden. Wenn wir schneller, nee, wir werden langsamer. Bremsen. Also die Bremsen in den Reifen sind nicht die besten. Ich glaube, dafür ist der Rover zu schwer. Oder er hebt gerade schon wieder ein bisschen ab. So. Gehen die Parkposition. Ah ne, er tut gerade uploaden noch. Lassen wir mal schnell die Daten uploaden. Ah, er lädt gerade Mangelstein hoch. Er füllt sich aber auf immer noch, hä? Wie geht das denn? Ah ne, er wird wieder leer. Moment, was? 120 Punkte für das Gestein? Oha, ich glaube, ich muss ein bisschen mit dem Teil rumfahren hier. Machen wir Weltraumzentrum. Da bin ich jetzt gespannt, warum wir 120 Punkte erhalten haben. War das echt die Analyse oder was? Das wäre brutal. 120 Punkte. Wie viel haben wir jetzt? Nee. Wir haben nichts von dem bekommen, was da stand. Hm. Wieso nicht? Wir sind jetzt bei 73, aber nicht die 120, die ich gelesen habe. Na gut, Leute, aber dann würde ich sagen, in der nächsten Folge bereiten wir alles schon mal für Duna vor. Ja, wir müssen das Satellitennetz noch dann oben hinsetzen, aber da sind wir auch schon relativ nah dran. Aber schon mal zu wissen, dass wir einen Rover landen können, wäre schon mal von Vorteil, wenn wir Richtung Duna fliegen wollen. Und ich denke, wir sind jetzt gerade in dem Modus, wo wir versuchen, eine Rakete zu oder Rover zu entwickeln. Und ich glaube, da sollten wir weiter ansetzen, den schon mal fertig machen für den Mars und dann die Satelliten rüberschicken und dann den Rover. Und ich glaube, das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, obwohl, nee, das wird sich gleich nichts verändern. Ich werde die Rover-Mission wahrscheinlich wieder so als Action Sequenz machen. Ich weiß nicht, wie euch das taugen wird, aber ich habe damals das Video so gefeiert mit der Rettungsaktion. Ich glaube, wir machen das jetzt auch mit Eintritt in der Atmosphäre, mit dem Rover und der Bremsung und allem drum und dran. Aber das System testen wir in der nächsten Folge. Also, bis dann. Ciao! Everything changes.